Oh, 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 oh. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up in sandy with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowd room, friends with sad eyes, I'm hiding from you, cause you're so lies. Ooh, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. The face on a lover with a fire in his heart. A man on a cover, but you tore me apart. But now I found a real love, you never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Dortmund, kann ich euch einmal hören? Last Christmas, I but the very you gave it away. To save me from tears, I'll give it to someone special. Vielen, vielen Dank. Linus Bruns war das. Ganz herzlichen Dank. Viele kennen ihn aus The Voice of Germany. Und jetzt sind wir auch live drauf. Ganz herzlich willkommen hier zu unserem, ja, zu unserem Weihnachtsfeier unterm Baum. Wir wollen heute den größten Weihnachtsbaum der Welt für Sie erstrahlen lassen. Wir machen das gemeinsam und Paul wird da eine ganz bestimmte Rolle spielen. Was genau, das werden wir Ihnen gleich zeigen. Wie aufgeregt bist du denn, Paul? Sehr aufgeregt, also das zweite Mal schon. Das zweite Mal im Fernsehen? Ja, ich war schon mal im Fernsehen. Also, ein total alter Hase, wie Sie merken. Paul, wir haben ja gleich was vor. Wir dürfen es ja noch nicht verraten, was das genau ist. Aber wie lange habt ihr geübt, also ihr, die Schaustellerkinder? Denn es sind alle Schaustellerkinder, die heute mitmachen. Ja, aber ja, ein bisschen, aber schon nicht so lange. Es ging. Bist du denn sicher, dass das gleich alles klappt? Also der Oberbürgermeister wird euch ja etwas geben, was ihr dann über den ganzen Markt tragt. Wie sicher bist du dir, dass das klappt? Ja, ich bin mir schon ganz sicher. Ja, dann möchte ich jetzt gerne einen ganz großen Applaus für Paul, den wir ja gleich noch sehen werden. Bis gleich! Und wer ihn im Hintergrund gesehen hat, das ist sein kleiner Bruder. Emil ist auch mit dabei. Aber wir werden heute noch vieles mehr mit Ihnen machen.
wir gehen jetzt erstmal zu den beiden Männern, die das heute, ja, mit initiiert haben, die gesagt haben, wir machen das heute auf besondere Art und Weise und werden diesen Baum auf besondere Art und Weise erstrahlen lassen. Es ist immerhin ja auch der größte Weihnachtsbaum der Welt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Patrick Ahrens da haben, als Chef der Schausteller und unseren Oberbürgermeister, Thomas Westphal. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Westphal, es ist im Vorfeld viel diskutiert worden. Wie machen wir es denn jetzt mit dem Baum? Wie soll es laufen? Und Sie haben gesagt, dieser Baum gehört für Dortmund mit dazu. Die Weihnachtsstadt gehört für Dortmund mit dazu. Warum ist das so wichtig für uns Dortmunderinnen und Dortmunder? Ja, das kann man im Moment gerade sozusagen mit Händen greifen. Das hier ist schon mal sehr, sehr schön. Die Weihnachtsstadt als solches ist sehr, sehr schön. Aber irgendwas fehlt. Ne? Wir gucken da in so eine dunkle Ecke und deswegen brauchen wir einen Weihnachtsbaum, der leuchtet, der zeigt, dass das eine wunderbare Weihnachtsstadt ist. Und wir sind alle ganz stolz auf diesen Baum und dann gehört er dazu, weil gerade in diesen Zeiten, die jetzt nicht die leichtesten Zeiten sind, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch Freude haben und dass der Alltag uns jetzt nicht auch noch dadurch verhagelt wird. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ja, wir freuen uns alle drauf hier in Dortmund, dass wir wieder diesen größten Weihnachtsbaum der Welt haben. Und Sie haben es schon gesehen, im Hintergrund von Patrick Ahrens haben wir auch das Bild aufgebaut. Da sieht man unseren Baum. Alle, die hier auf dem Platz sind, haben natürlich die freie Sicht darauf. Wir haben es direkt bei uns im Hintergrund. Patrick Ahrens, im Vorfeld sind auch Sie ganz, ganz häufig gefragt worden, wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite haben wir diese besondere Situation, wir sollen alle Energie sparen. Und dann haben wir diese Weihnachtsstadt. Was sagen Sie denen? Ja gut, man hat sich nur die ersten 3 Tage hier anschauen müssen. Besuch aus ganz Europa. Man merkt einfach, dass die Menschen darauf gewartet haben, nach dieser langen Zeit, dass wir wieder gemeinsam was unternehmen können. Und ich glaube, da passt die Weihnachtsstadt voll rein. Und so ein bisschen Gedanken haben wir uns ja auch gemacht. Genau, wie sehen die aus? Mal abgesehen davon, dass das natürlich seit Jahren schon energiesparende Lämpchen sind. Genau, Sie haben es gesagt, das ist seit Jahren hier schon LED-Technik, weil wir immer schon relativ teuren Strom bezahlt haben auf unseren Märkten. Aber wir haben auch in diesem Jahr ein bisschen an den Leuchtzeiten gearbeitet. Es wird nicht mehr 24 Stunden rund um die Uhr unsere Dekorationsbeleuchtung leuchten, sondern nur noch 8 Stunden von 15 bis 23 Uhr. Also ab 15 Uhr strahlt er jetzt an jedem Tag bis zum 30. Dezember. Natürlich Weihnachten zum Teil ausgenommen, sagen wir, so wie auch der gestrige Sonntag ausgenommen war. Herr Westphal, es ist wieder eine Weihnachtsstadt. Also viele sagen, ja, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Nein, wir haben hier in Dortmund eine Weihnachtsstadt. Die zieht sich durch die gesamte City. Auf der Kammstraße Lichtinstallationen, die auch die Geschichte von Dortmund widerspiegeln. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsstand? Ja, aber wenn ich den sage, dann bin ich da nicht mehr nur noch alleine. Ja nun, also jeder kann sich das ja überlegen, an welchen der 250 Bütchen er gerne stehen bleibt. Wo bleiben Sie gerne stehen? Naja, ich kann ganz schlecht an den Mandelständen vorbeigehen, aber das macht ja auch nichts, das mache ich sehr gerne. Einer meiner Lieblingsstände ist hier ganz in der Nähe, da habe ich schon oft mich mit anderen auch getroffen, auch anlässlich der Eröffnung der Weihnachtsstadt. Ansonsten mag ich einfach alle, es wäre ja auch nicht okay zu sagen, es ist nur der eine, es ist ja gar nicht so. Die Weihnachtsstadt, die ist ja dadurch eben, zeichnet sie sich aus, dass sie so vielfältig ist und dass wir sie so entwickelt haben. Ich will das an der Stelle nochmal sagen, weil der Patrick Ahrens das eben erwähnt hat, mir ist das ganz, ganz wichtig. Auf die Schausteller ist in dieser Stadt Verlass, wenn es darum geht, dass wir Dinge regeln müssen, die nicht so einfach sind und die nicht schon bekannt sind. Letztes Jahr in Corona-Zeiten haben wir eine Weihnachtsstadt durchgeführt mit Kontrollen, die wir selber durchgeführt haben, die Schausteller organisiert haben. Die Händler haben es nachher übernommen. Nur dadurch waren wir in der Lage, einen einigermaßen guten Weihnachtsmarkt, eine Weihnachtsstadt zu organisieren. Und dieses Jahr das mit dem Baum. Das macht diese Weihnachtsstadt aus. Das ist euer Erfolg. Da kann man vielleicht auch mal für applaudieren, was die hier jedes Jahr machen. Genau. Ja, Sie sind natürlich mit den Schaustellerinnen und Schaustellern wirklich auch schon eine ganz lange Zeit in der Vorbereitung. Haben Sie eigentlich auch einen Lieblingsstand? Ja, meinen eigenen. Nein, mir gefällt natürlich die gesamte Weihnachtsstadt, weil hier einfach mit viel Herzblut gearbeitet wird. Wer über den Markt geht, der sieht, dass alle Stände liebevoll dekoriert sind von Schaustellern, von Marktkaufleuten und dass es hier auch wirklich Dinge gibt, wer sich darauf einlässt. Das sagen ja immer viele, ja, hier ist nur Essen und Trinken, aber wir haben immer noch über 60% Handel hier auf dem Markt. Und wer sich darauf einlässt, der wird hier ganz, ganz viele schöne Dinge entdecken.
Sie lernen hier gleich auch noch eine Händlerin kennen, die hat einen Fairtrade-Stand hier auf dem Markt. Es ist ein ganzer Fairtrade-Corner in dieser Weihnachtsstadt. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber ich glaube, jetzt machen wir es mal so ein bisschen spannend. Wir haben gesagt, wir machen das in diesem Jahr anders als sonst. Normalerweise drücken Sie auf einen Buzzer. Letztes Jahr war es eine App, weil wir gar nicht so also viel zusammenkommen können. Darf ich das sagen? Ich habe das noch nie machen dürfen, weil 2 Jahre davor war Corona, haben wir den Baum sogar abbauen müssen. Und jetzt ist es ja schon mal ein Fortschritt und deswegen haben wir gesagt, machen wir es jetzt auch wieder anders. Ist schon eine Tradition, dass ich da nicht reinkomme. Ja, genau. Letztes Jahr standen wir auf dem Balkon über der Weihnachtsstadt und es gab eine App, mit der Baum dann angemacht wurde. Heute, und jetzt muss ich mal hier so ein bisschen nach unten greifen, heute machen wir es mit dieser Lampe. Was genau ist geplant, Herr Westphal? Ich darf das Geheimnis jetzt lüften, ja. Sie haben es ja eben schon so ein bisschen anmoderiert. Der Paul, der wartet da, glaube ich, schon auf dem Kinderkarussell. Er kommt da schon zu uns. Der Paul, komm einmal uns. Her. Wunderbar. Hallo, Paul. Tag nochmal. Hast deinen Bruder auch mitgebracht, ne? Hallo, Tag. Komm auch zu uns. Ja, und ich gebe dem Paul jetzt gleich die Laterne. Und der Paul trägt sie dann hier in den Weihnachtsmarkt hinein. Und da hinten wartet dann das erste Kind. Und er übergibt dann diese Laterne und dann geht das in einer Kette so weiter von verschiedenen anderen Kindern. Die Laterne wird immer weitergegeben, bis das letzte Kind dann in den Baum hineingeht. Und dann sollte es, wenn das alles so funktioniert, wenn das Kind in den Baum hineingeht, dann dieser Baum auch erleuchten. Ja, davon gehen wir aus. Ich darf an der Stelle noch ganz kurz eine Bitte loswerden. Die Kinder werden jetzt wirklich durch die Weihnachtsstadt gehen mit dem Licht. Ich möchte Sie bitten, dass Sie eine Gasse bilden. Also wer direkt hier vorne rechts von uns an der Bühne steht, ist es natürlich dann ihr links. Da bitte eine kleine Gasse bilden. Zunächst für Paul und Emil. Aber jetzt. So, dann legen wir mal los, Paul. Halt sie gut fest. Es kommt nicht auf die Zeit an. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Hauptsache, du kommst gut an. Alles Gute. Kennst du den Weg? Genau. Einmal da bei einmal Linus hier durch. Raus. Guck mal, da wird schon gewunken. Gehst du da einmal durch? Sehr schön. Danke. Linus Bruns hat gesagt, er wird das Ganze auch noch musikalisch untermalen. Aber da sehen wir jetzt schon, ja, die erste Staffelübergabe unseres Weihnachtslichtes hat super gut geklappt. Unser Weihnachtslicht, Herr Westphal, da geht es, durch die Weihnachtsstadt. Also, es sieht gut aus, oder? Also, ist schon das vierte Kind jetzt am Start? Ja, und es sind alles Schaustellerkinder. Das Weihnachtslicht wandert von Hand zu Hand. Und immer ein paar Schritte und dann nimmt der Nächste das in Empfang. Ach, sind das schöne Bilder! Machen das alle wunderbar und mit sehr viel Vorsicht und Bedacht, dass das Licht nicht runterfällt. Schnell. Vielen Dank an alle für die gute Mitarbeit. Stella hat jetzt schon das Licht. Das ging wirklich flott. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Gewusel gekommen. Stella, ihr seid alle aus Schaustellerfamilien. Deine Familie, was hat die denn für einen Stand hier? Also, wir haben insgesamt 2 Stände hier. Einmal Hirtenbrot und einmal Glühwein, also Ausschank. Und Hirtenbrot, gibt es das auch bei euch zu Hause? Oder isst du das nur hier in der Weihnachtsstadt? Also ich esse das nur auf jedem Platz. Nur hier, sonst hättest du wahrscheinlich auch die Nase voll davon. Und wie heißt du? Danny. Und wie ging es dir hier mit dem Licht? Seid ihr gut durchgekommen? Ja. Sehr schön. Was hat deine Familie denn für einen Stand hier? Den Mandelstand. Mandelstand. Und Mandeln, wie viele isst du so? Wie viele Kilo? Keinen. Gar keine. Okay, hat auch die Nase voll von den Mandeln. Wie oft hast du denn den Baum schon leuchten sehen, Stella? Also insgesamt
habe ich den schon richtig oft leuchten gesehen, weil ich ja schon mehrere Male hier war. Ich habe nicht so oft gezählt. Nicht so oft gezählt, aber dieses Jahr wird dir sicherlich in Erinnerung bleiben, oder? Ja. Sehr schön, dann würde ich sagen, es ist soweit. Geht rein durchs Tor, damit der Baum gleich für alle leuchten kann. Jetzt sind wir ganz gespannt, wie Stella und ihre Freundinnen und Freunde es machen werden, die in den Baum hineingehen. Es gibt ja hier eine Pforte, an der eigentlich alle stehen bleiben müssen, aber die Kinder dürfen es in diesem Jahr machen. Es geht los. Der erste Engel ist erleuchtet. Und schon zwei sehe ich hier an der Außenwand. Der erste schon mit den Flügeln oben. Oh ja, das hat gut funktioniert. Die roten Kerzen leuchten. 45 Meter müssen auch erstmal überbrückt werden. Ja, und der Schriftzug Dortmund scheint auch schon zu sehen zu sein. Ja, sieht gut aus. Ja. Das haben die Kinder richtig gut gemacht. Das, ne? Haben es die Kinder super gemacht. Und jetzt geht ein Raunen hier durch die Menge. Herr Westphal, ja. Herr Oberbürgermeister, was wir jetzt gerne hätten, wäre die offizielle Eröffnung. Ich glaube, der Baum ist komplett erleuchtet und dann kann ich ja auch sagen, die Weihnachtsstadt in Dortmund 2022 ist eröffnet. Ich wünsche allen viel Spaß, gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr später. Lassen Sie uns alle für friedliche Zeiten kämpfen und arbeiten und auch beten. Dankeschön. Unter einem strahlenden Baum haben wir, ich guck mal, ja, einen strahlenden Künstler. Linus Bruhn ist bei uns. Viele kennen ihn aus The Voice of Germany. Hi. Er hat nach 2015 ein echtes Soloprogramm hingelegt. Und manche haben ihn schon als kleinen Jungen gesehen. Er hat nämlich Tarzan gespielt in Hamburg beim Musical. Und hat jetzt für uns, ja, eine Premiere. Nächste Woche kommt seine neue Single. Alone at Christmas Time. Und er hat uns versprochen, er wird sie heute Abend für uns vorstellen. Bitte schön, Linus. Dankeschön. Snow is falling, London's covered white. I'm just calling to say I'm coming home tonight. I know you're tired. Tired of waiting here for me. Honey, I was chasing a dream till I found out you're everything I dreamed about. I'm on the northern line to see your smile, lay beside you under London skies. I realize there's nothing worse than to be alone at Christmas time. No one should be alone at Christmas time. Down in Soho, people lighting up their trees. Kids are watching Santa walking down Carnaby Street. I can't imagine how it must feel to be lonely around this time. Oh no. When the night's cold and dark, all we want is someone's heart. I'm on the northern line to see your smile, lay beside you under London skies.
I realize there's nothing worse than to be alone at Christmas time. No one, no one should be alone at Christmas time. So I'll take the Northern Line to see your smile and lay beside you under London skies. I realize there's nothing worse than to be alone. No one should be alone at Christmas time. Thank God you're mine. Dankeschön. Linus Bruhn, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Wir können an der Stelle auch noch sagen, all deine Songs sind selbst geschrieben und du hast noch ein straffes Programm bis Ende des Jahres. Wo trittst du auf in der nächsten Zeit? Ja, genau. Ich gehe jetzt Ende des Jahres noch auf Tour und komme unter anderem auch nach Köln am 22. Dezember. Also wer vielleicht Bock hat, Tickets gibt es auf eventi.de. Im MTC in Köln am 22. Dezember. Würde mich sehr freuen, einige von euch zu sehen. Ansonsten Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln natürlich auch, falls ihr da in der Nähe seid. Aber genau, da spiele ich auf jeden Fall alle meine Songs, die jetzt schon draußen sind. Neue Songs, Cover-Songs gerne auch. Und ja, ich hoffe, da kommen viele Leute auch von hier. Ja, jetzt sind wir erstmal sehr, sehr froh, dass wir dich hier haben. Wir hören auch gleich noch einen Song. Herr Westphal, ist das alles jetzt so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben mit den Kindern? Das sah auf jeden Fall genauso aus, wie wir uns das überlegt hatten. Und das ist wunderbar. Ich habe den Eindruck, die Menschen fanden das auch schön. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Kinder. Das habt ihr wunderbar und super hinbekommen. Vielleicht nochmal alle, die es hören, einen Applaus für unsere Kinder. Hervorragend. Vielen, vielen Dank. Ja, bevor Sie sich jetzt alle hier an die Glühweinstände begeben, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Oberbürgermeister Westphal. Wir wissen ja jetzt, wo wir Sie finden hier auf dem Weihnachtsmarkt, ja, am Mandelstand und auch an anderen Ständen. Und ich darf jetzt ganz herzlich eine Händlerin begrüßen hier aus dem Weihnachtsmarkt. Dankeschön, Herr Westphal. Dori Rindle ist bei mir. Einmal Hallo. Bitte das Mikro nehmen. Also ein Applaus tut immer gut, wenn man auf der Bühne ist. Bitte einmal Vorschubapplaus. Ich hoffe, es ist noch an. Hallo? Ja. So, viele kennen Ihren Stand, der normalerweise an der Petrikirche steht, im Propsteihof steht, aber in diesem Jahr ist es anders. Sie haben gesagt, ich gehe mit meinem Stand, es ist ein Fairtrade-Stand mit Dingen aus Indien und aus Nepal, woanders hin. Wo finden wir Sie? Genau, wir waren jetzt 29 Jahre auf dem Propsteihof und haben gemeinsam mit Patrick Ahrens beschlossen, wir wollen den fairen Handel in Dortmund einfach größer darstellen. Wir haben so viele Akteurinnen hier in Dortmund, die im fairen Handel aktiv sind und ihr findet uns jetzt auf der Kampfstraße, gleich neben der Lichtinstallation mit den Pferden und der Brauerei Bierkutsche. Genau, da stehen wir gemeinsam mit dem Stand von Frau Lohse, dem Unverpacktladen und einem Upcycling-Stand. Das war jetzt super schnell. Also, es ist ein ganzer Fairtrade Corner. Genau. Drei Stände sind es insgesamt. Also, Frau Lohse ist dabei. Genau. Und ein Upcycling-Laden ist dabei. Genau. Viele Menschen nutzen ja diese Zeit, um Geschenke einzukaufen. Was kann man bei euch kaufen? Oh, so viele Dinge. Also ich habe mir heute Morgen überlegt, gibt es eine Zahl, die ich nennen kann, wie viele verschiedene Artikel wir haben? Ich weiß es nicht. Ganz viele Papierprodukte, Keramik und alles eben hergestellt von Frauenkooperativen, kleinen Familienbetrieben in Nepal und in Indien, die ich eben persönlich besuche, die ich schon viele Jahre kenne. So dass ich genau euch die Geschichten erzählen kann, wie die Produkte hergestellt worden sind und woher sie stammen. Dori, ganz schnell noch zum Schluss. Es sind nicht nur die Geschenke, es sind auch die, ja, die Gespräche an deinem Stand, die das Ganze auch noch wirklich lebendig werden lassen, genau. Auch den Nachhaltigkeitsgedanken lebendig werden lassen. Du kannst auch etwas erzählen über, ja, über Nepal und über Asien. Es gibt auch Reisen bei dir? Ja,
Also ich biete Reisen nach Nepal an für diejenigen, die noch mehr Interesse haben am fairen Handel, die sehen wollen, wie werden die Produkte hergestellt, die in die Werkstätten gehen. Wir haben das normale Sightseeing-Programm in Nepal natürlich. Wir gehen in die Berge, aber wir sehen eben auch die Frauen und lernen die Frauen kennen, die die Seife herstellen, die die Schmuckrollen nähen und die auch die Keramik herstellen. Danke dir. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit, eine Vorweihnachtszeit hier in der Weihnachtsstadt und gutes Gelingen im Fairtrade Corner am Ende der Kammstraße. Genau, haben wir uns allen gemerkt. Jetzt würde ich sehr gerne Heike Marzen hier begrüßen. Ganz herzlichen Dank. Und sie hat auch schon ein Mikro mit und ich bin so froh, dass sie das Magazin mitgebracht haben. Genau. Wir tauschen bitte einmal, dass Sie da hingehen. Ich gehe mal hinter Ihnen zurück. Heike Marzen, für alle, die Sie nicht kennen, ist unsere Geschäftsführerin der Dortmunder Wirtschaftsförderin. Wirtschaftsförderung. Machen wir es mal langsam. Ne? Wir fördern und fordern. Ich muss das nehmen. Genau. Genau. Ja, also alle Jahre wieder kann man sagen, der große, große Weihnachtsmarkt und die Stadt unterstützt natürlich alles. Und Sie haben sich von der Stadt etwas Besonderes ausgedacht in diesem Jahr, eigentlich etwas, was auch schon eine gute Tradition hat. Was genau? Ja, als erstes natürlich den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Dezember. Auch nochmal eine Tradition in der Dortmunder Innenstadt, Handel und der Weihnachtsmarkt zusammen, die Weihnachtsstadt, das ist schon eine ganz besondere Kombi. Ja, und es gibt in diesem Jahr auch etwas, dass man hier nicht schon die ersten Nerven lässt, wenn man einen Parkplatz suchen muss. Was hat es damit auf sich? Ein Projekt der Wirtschaftsförderung, der DSW 21 und natürlich auch der Weihnachtsstadt. Genau. Also wir bieten einen Weihnachtsstadt-Express an in diesem Jahr. Was bedeutet, dass vor allem auswärtige Gäste, die von außerhalb auch mit vielen Personen in einem Auto kommen, einmal an der Viktor-Teuker-Straße an der Westfalenhalle parken können. Und das Parkticket kostet 7 €. Und ab dann kann man mit diesem Parkticket dann über die Stadtbahn direkt bis hier in die Weihnachtsstadt fahren. Mit allen Mann, die im Auto sitzen, also bis zu 7 Personen. Und das Beste ist, es gibt dann auf dem Weihnachtsmarkt, und da auch vielen Dank an die Schausteller, einen 10%igen Rabatt auf alle Speisen und Getränke. Und das lohnt sich schon. Ja, da können wir auch nochmal, also wirklich einen kleinen Applaus dafür, für diesen Weihnachtsexpress. Weil er eben auch dafür sorgt, dass nicht so viele Autos hier in der City sind. Mal abgesehen davon, dass unsere Nerven dann wahrscheinlich auch echt nicht so strapaziert werden schon im Vorfeld. Frau Marzen, Sie haben was mitgebracht. Es ist ein Magazin, ich halte es mal einmal hier hoch, Aufbruch City. Denn es tut sich ganz viel in der Innenstadt und Sie schreiben das auf. Wie oft? Ja, also das ist jetzt die dritte Ausgabe, die Sie in Händen halten. Wir haben uns fürs kommende Jahr, also 4-mal im Jahr auch vorgenommen und informieren darüber über alles, was passiert so im Stadtleben, vom Nachtleben bis zum Handel, bis eben auch zur Weihnachtsstadt. Und das Magazin ist unter anderem im Fairtrade Corner, wie wir eben schon mal gehört haben, erhältlich, aber auch im Veranstaltungsbüro am Alten Markt. Und ist jeder eingeladen, einmal reinzuschmökern. Ja, genau. Es lohnt sich wirklich, da einmal genau reinzugucken, denn hier wird alles niedergeschrieben, was in dieser City passiert. Denn es tut sich eine ganze Menge hier in Dortmund. Die Stadt hat es sehr ernst genommen, wirklich, dass viele sagen, es muss ein Aufbruch-City geben. Und da sind sie dabei seit vielen Monaten mit vielen Akteurinnen und Akteuren und vielen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Dafür ein herzliches Dankeschön, Frau Marzen. Gerne. So, bleiben Sie einmal bei uns noch, denn was wir jetzt eigentlich nur noch machen, ist, dass wir uns verabschieden von Ihnen und sagen, feiern Sie schön in dieser wundervollen Weihnachtsstadt. Und wir haben noch einmal Linus Brun hier. Ja, irgendwie kommt da immer ein S dazu. Unseren Künstler. Wir gewöhnen uns noch dran. Ja. Der für uns noch ein Abschlusslied singen wird. Das Lied heißt Ellie. Und dahinter steckt eine Frau. Sag doch mal, wer? Na, da lächelt doch jemand so rechts an der Seite. Genau, das ist die Frau, die eigentlich nicht gezeigt werden möchte, aber wir freuen uns darüber. Der Song heißt Ellie. Ich sage Dankeschön. Wir freuen uns über diesen wunderschönen Weihnachtsbaum, den wir hier in unserer Weihnachtsstadt haben. Dankeschön, Frau Marzen. Und Linus wird jetzt für uns seinen letzten Song performen. Ja. Und dann haben wir wieder eine Weihnachtsstadt. Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ellie, Ellie. Well, love is a curious thing. In 1985, Phil Lewis sang, and we know it, but we weren't born yet. Hey, hey. I'm in over my head, 'cause you ain't even ready and I fall again. But I like it, why don't you try it? Oh, killing the hours from Monday to Friday, losing my mind when I'm missing your body. Saturday wake up, something inside me, oh, I can feel my back on the wall. She getting me forgetting it all. Oh, she got me dancing, Ellie got me dancing. Just like the movies, what you do when it's been moving, honey. Oh, she got me dancing, Ellie got me dancing. Oh, Ellie, Ellie, Ellie. Dortmund, es ist wirklich wunderschön bei euch zu sein. Vielen Dank für den Empfang. Und ich wünsche euch auch viel Spaß hier den ganzen Dezember lang. Vielen Dank, Dankeschön. You would think I'm afraid, but Hollywood love don't gotta be fake. We can find it if we just try it. Oh, every touch is a trigger, oh, and I'm still trying to figure it out. My head is messed up, but my heart won't count my blessings. Killing the hours from Monday to Friday, losing my mind when I'm missing your body. Saturday wake up, something inside me, oh, I can feel my back on the wall. She getting me forgetting it all. Oh, she got me dancing, Ellie got me dancing. Just like a movie, it's what you do when it gets me moving, honey. Oh, she got me dancing, you know you got me dancing. Ellie, Ellie, killing the hours from Monday to Friday, losing my mind when I'm missing your body. Saturday wake up, something inside me. I can feel my back on the wall. She getting me forgetting it all. Oh, she got me dancing, Ellie got me dancing. But just like the movies, what you do when it gets me moving, honey. Oh, she got me dancing, Ellie got me dancing. Killing the hours from Monday to Friday, losing my mind when I'm missing your body. Saturday wake up, something inside me. Killing the hours from Monday to Friday, losing my mind when I'm missing your body. Saturday wake up, something inside me. Ellie, Ellie, Ellie. Dortmund, nochmal wunderschön, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß hier. Eine wunderschöne Weihnachtszeit und ja, viel Spaß mit euren Familien. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.